Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies. Wie versprochen habe ich letzte Woche und teilweise diese Woche daran gearbeitet, euch das Rezept für meine Macarons fertig zu machen. Insgesamt habe ich 4 Rezepte, die kann man teilweise noch ausweiten auf insgesamt 6, wenn man so ein paar Komponenten ändert. Aber das beschreibe ich euch jetzt in dem Video. So sahen sie insgesamt aus, also das ist so ein Deutschland WM Macaron auf dem Stiel. Ist vielleicht eine süße Party-Idee. Dann habe ich natürlich dann meine anderen noch. Das habt ihr ja schon gesehen im Bild. Und da fangen wir jetzt direkt an mit dem ersten Rezept. Und die anderen, die folgen natürlich in dem Video, deswegen ist es so lang. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für das erste Rezept brauchen wir folgende Zutaten. 3 Eiweiße von der Größe M, 5 Teelöffel Backkakao, 210 Gramm Puderzucker, 160 Gramm Mandeln und 60 Gramm Zucker. Nun geht's schon los mit der Zubereitung. Als erstes fangen wir natürlich damit an, dass wir unsere Eier trennen, weil für Macarons brauchen wir nur das Eiweiß und die Eigelbe heben wir uns auf und machen daraus eine Creme Brûlée oder eine Creme Carella oder auch andere leckere Desserts. Als nächstes fange ich damit an, dass ich mein Eiweiß mit dem Kristallzucker in die Rührschüssel gebe und dies schön aufschlagen lasse. In der Zeit habe ich erstmal meinen Ofen vorgeheizt auf 140 Grad Umluft und nun tue ich meine trockenen Zutaten durchsieben. Ich hatte das nur einmal gemacht insgesamt. Das war ein kleiner Fehler. Ich empfehle es euch, das Ganze zweimal, wenn nicht sogar dreimal durchzusieben. Dann habe ich die ganzen Zutaten gemischt, also die trockenen Zutaten. Und als das Eiweiß dann steif geschlagen war, habe ich mir diese umgefüllt. Das liegt daran, dass ich euch heute 4 Rezepte zeige und ich die Schüssel mal verwenden wollte. Jedenfalls geben wir in 3 bis 4 Schritten unsere trockenen Zutaten dazu und heben dies mit viel Liebe unter. Denkt bitte dran, ich tue hier immer ein bisschen auf schneller schalten, weil es ein Video ist und ich nicht möchte, dass zu lang die Rezepte für euch sind. Ja, wenn die Masse untergehoben ist, nehmen wir uns einen Spritzbeutel. Ich bevorzuge gerne bei sowas Einwegspritzbeutel. Und ich habe eine Lochtülle noch mit reingegeben. Und wenn ihr jetzt die Masse färben wollt, könnt ihr es entweder jetzt tun. Am besten ist aber eigentlich, wenn ihr sie färbt, dass das gemacht wird mit bei dem Eiweiß. Ja, ich habe mir hier ich habe von Birkmann eine tolle Matte bekommen zum Ausprobieren. Und da spritze ich jetzt meine Macarons drauf. Hier seht ihr den ersten Fehler. Ich habe immer am Anfang dass ich im Kreis mitgegangen bin, was gar nicht Not ist, weil ihr müsst eigentlich die Tülle in der Mitte aufsetzen, spritzen, das kommt dann raus und am Schluss nur ein bisschen mit hochgehen. Und als kleiner Tipp, wenn ihr die Matten benutzt, macht das nicht so wie jetzt ich hier am Rand, bis zum Rand spritzen, sondern lasst überall so einen Millimeter Platz. Wenn die dann diese Nasen haben, damit die nicht so ausschauen wie so nette Emojis, ich will es nicht im Mund nehmen, bepinseln wir sie kurz mit etwas Wasser, beziehungsweise der Pinsel, der darf nur leicht feucht sein und so werden dann die ganzen Nasen einmal weggemacht. Ja, dann nochmal kurz rütteln und schütteln, so nochmal verbessern mit dem Pinsel und dann kamen sie schon in den Ofen bei 140 Grad Umluft und wurden gebacken. 20 Minuten lang. Obwohl bei den Großen, die waren etwas größer, da habe ich sie teilweise ca. 25 Minuten drin gehabt. Da müsst ihr halt erst gucken. Jeder Ofen reagiert anders, das wisst ihr ja. Ja, und hier habe ich das Ganze halt mit der eingefärbten Masse gemacht, die etwas kleiner gemacht und so, wie ich es gerade gesagt habe, in der Mitte aufsetzen und drücken und am Schluss mit dem Pinsel einfach die Nasen wegmachen.
benutzt auf alle Fälle nicht zu viel Wasser, sonst verwässert das. Und so habe ich das Ganze dann erstmal in den Ofen geschoben. So sahen sie dann fertig aus. Eigentlich perfekt. Und ich glaube, sie wären einfach feiner gewesen von der Struktur her, wenn ich die Mandeln noch zweimal oder wenn ich sogar dreimal alles gesiebt hätte. So, wir beginnen jetzt mit dem zweiten Rezept. Dafür benötigen wir gemahlene Mandeln, 120 Gramm, Puderzucker, 210 Gramm, 30 Gramm Zucker, 3 Eiweiße. Das war es sogar schon, das ist nämlich ein normales Basic-Rezept. Wir fangen damit an, dass wir unsere Eiweiße natürlich in die Schüssel geben, beziehungsweise erstmal die Eier trennen. Wenn dies in der Schüssel ist, geben wir unseren Kristallzucker mit dazu und schlagen die Masse schön auf. In der Zeit sieben wir unsere trockenen Zutaten und bereits, wie schon erwähnt, vor allem beim Sieben, viel hilft viel dort in dem Thema. Lieber einmal mehr als zu wenig. Zweimal reicht meistens nicht aus, weil da große oder größere, nicht Klumpen, aber größere Kerne drin sind. Deswegen habe ich das Ganze dreimal gesiebt. Das Endergebnis werdet ihr auch dann gleich sehen, ist viel weicher als vorher. Wenn wir das geschafft haben, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um etwas Farbe mit ins Spiel zu bringen. Ich habe hier mich für Rot entschieden und ist dann leicht rosa geworden, aber ich finde es perfekt zum Muttertag. Leicht rosa Mädchen, einfach schön. Ich empfehle ebenso immer Pastenfarbe und das Ganze rühren wir eigentlich dann nur noch so lange unter, bis die Farbe sich gleichmäßig verteilt hat. Das hat man jetzt nicht gesehen, ich habe halt dann Stück für Stück immer die Mandeln und so weiter mit dazugegeben. Und wenn das passiert ist, wird das Ganze natürlich wieder in einen Spritzbeutel umgefüllt. Der hat wieder eine Lochtülle vorne drin. Und wenn das geschafft ist, können entweder wieder auf eine Backmatte arbeiten. Wie schon erwähnt, ist die von Birkmann, die ich gestellt bekommen habe. Und da mache ich es richtig, da habe ich nur einen Millimeter außenrum Platz gelassen. Ihr seht schon, die laufen auseinander von selber. Deswegen, den Platz brauchen sie dann noch. Macht die Form immer nicht zu voll. Hier habe ich freie Hand gespritzt, war vielleicht nicht ganz optimal. Aber auf Backpapier wollte ich euch zeigen. Und meine Lieblinge sind einfach die Dauerbackfolie oder die Silikon-Dauerbackfolie. Ja, die mussten eine Stunde stehen gelassen werden. Und ihr seht schon, ich fahre drüber und nichts bleibt am Finger hängen. Sie haben eine kleine Schicht gebildet und so kamen sie dann in den Ofen 20 bis 25 Minuten bei dieser Größe. Ja, so sahen die dann fertig aus. Ich fand sie einfach perfekt. Ich liebe sie. Und jetzt starten wir schon mit Rezept 3. Und zwar habe ich da 120 Gramm gemahlene Mandeln genommen. 30 Gramm Zucker. 150 Gramm Puderzucker und jetzt kommt es drauf an, was ihr machen wollt. Ich habe hier von Fruities 2 Esslöffel von dem Protein Power Shake genommen. Ihr könnt aber auch Espresso gemahlen nehmen und natürlich dann Eiweiße 3 Stück wieder. Diese gebe ich dann in meine Schüssel, gebe wieder meinen Zucker mit dazu und schlage das Ganze schön auf. In der Zeit heißt es wieder sieben, was das Zeug hält. Erst den Puderzucker, dann gehe ich meinen Fruchtpulver mit dazu und dann eine Runde sieben. Die Mandeln durften auch nicht fehlen. Ja, nicht wundern, ich hatte dann aus den falschen Beutel Mandeln dann mit Schale gemahlen. Aber durch sieben fand ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Das Einzige, ich war da wieder voll, hat es nur zweimal gesiebt. Tut euch selber den Gefallen und siebt die Zutaten immer dreimal. Da sind erstens diese größeren Stückchen dann nicht mehr drin. Das Ganze ist schön fein, weil ihr seht, sehr grob. Das wird zur Seite gestellt und dann wird das Ganze nochmal gesiebt. Wie gesagt, dreimal habe ich das gemacht.
ja, ganz viele Reste immer. Man merkt es halt, wenn man es öfters durchsieht. Seht ihr schon, aber das braucht ihr nicht wegschmeißen. Die Stückchen da, die kleinen Minis, könnt ihr dann nämlich super nochmal für Kuchen benutzen. Zum Backen macht ja keinen Abbruch, aber für Macarons ist es nicht geeignet. Ja, dann habe ich mein Eiweiß versucht in die Schüssel zu tun. Wie ihr da schon seht, die Schüssel ist eindeutig zu klein. Und dann war ich doch schlau und habe das Ganze in eine größere Schüssel getan und habe dann das Ganze miteinander mit dem Teigschabber mit viel Liebe vermengt. Das ist etwas festere Konsistenz als Honig am Schluss. Das liegt daran, dass entweder das Fruchtpulver drin ist, was ich ja diesmal benutzt habe beim Fruit Cheese, oder wenn ihr auch zwei Esslöffel Espresso gemahlen nehmt statt dem Fruchtpulver, wird es auch so etwas fester werden. Ja, und weil mir das nicht so lila genug war, habe ich jetzt nochmal Pastenfarbe mit dazugegeben. Macht euch vielleicht vorher den Gedanken, weil wenn ihr es zum Eiweiß dazu gibt, die Lebensmittelfarbe ist einfach besser für die Masse. Weil zu viel rühren soll man nicht, zu wenig rühren soll man nicht, ist halt sehr schwierig. Und deswegen empfehle ich eigentlich, die Lebensmittelfarbe mit zum Eiweiß zu geben, wenn das Eiweiß schon angeschlagen ist. Das Ganze habe ich selbstverständlich dann auch umgefüllt, einen Spritzbeutel. Hatte vorher nochmal 5 Minuten Pause gemacht, habe das Ganze erstmal ein bisschen setzen lassen. Und dann jetzt spritze ich es ganz normal auf und wie ihr seht, diesmal war es nicht ganz so groß. Ich mag diese Mini-Macarons am liebsten. Die großen sind nicht so mein Ding. Ja, und dann spritzt ihr auf, bis ihr die Masse verbraucht habt. Lasst immer genügend Platz daneben, weil ihr seht schon, ein bisschen auslaufen tun die ja doch noch. Also mehr in die Breite. Dann ganz normal schütteln und rütteln, dass keine Luftblasen drin sind. Und so habe ich sie dann erstmal 30 Minuten stehen lassen, bevor sie in den Ofen gekommen sind. Ja, das hier ist meine Lieblingssilikonform übrigens, weil man kann darauf alles machen. Fondant ausrollen, Macarons backen, Schokolade, Figuren oder Spritzen, Elemente. Von Silumat müsste diese sein. Die hatte ich vor 2 Jahren auf der Messe gekauft und ich finde sie einfach toll und würde sie immer wieder kaufen. Auch hier, wenn ihr fertig seid, wird es einmal gerüttelt und geschüttelt und dann werden sie erstmal eine halbe Stunde stehen gelassen. Wenn ihr Herzchen machen wollt für Muttertag, so geht's. Ihr macht einen Punkt, zieht dann mit dem Spritzbeutel etwas nach unten. Nur oben, wenn ihr den Punkt ansetzt mit Druck, danach ohne Druck nach unten ziehen. Und dadurch kommt dieser Tropfen zustande, zwei aneinander ergeben ein Herz. Ja, leider hat meine Kamera da aufgegeben. Die müssen genauso schön trocken sein wie bei dem Rezept vorher. Haben eine Schicht gebildet und dann können sie gebacken werden. Und nach dem Backen sahen sie dann so aus. Gefüllt hatte ich sie mit einer Vollmilchganache und auch noch ein paar Nüsse dran. So sahen sie für mich perfekt aus. Jetzt kommen wir schon zum Rezept Nummer 4. Der Wahnsinn. Wir fangen mit Puderzucker wieder an. 150 Gramm, 90 Gramm Mandeln, 30 Gramm eigentlich Kekse ist mein Rezept. Aber ich habe hier einfach vom Boa die Früchte genommen, die gefriergetrockneten, und habe diese gemahlen. Und natürlich 30 Gramm Zucker brauchen wir noch. Ich gebe wieder den Zucker und den Eiweiß wieder in eine Schüssel, schlage dies miteinander auf. In der Zeit gebe ich meine gefriergetrockneten Früchte in einen Multizerkleinerer.
Falls ihr mich fragt, woher der ist, der war von Lidl für 20 Euro. Damit kann man Smoothies eigentlich machen. Aber zum Malen ist der auch top. Ja, und nach den Früchten gebe ich dann nochmal meine Mandeln dazu, weil, wie gesagt, ich hatte zu wenig gemahlene Mandeln ohne Schale da. Und dann habe ich dann natürlich die mit Schale genommen. Und dass sie schön fein sind, dann habe ich die dann auch nochmal mahlen lassen. Ups, halt, Kamera umgefallen. Ja, und dann dasselbe Spiel wie bei fast bei allen Rezepten, dass wir alles eine Runde sieben. Ich fange mit dem Puderzucker an und mache dann meine gemahlenen getrockneten Früchte und meine Mandeln mit dazu. Und auch das bitte 3x7, dann habt ihr nicht so viele. Ihr habt dann sonst dieses Raue dann einfach, wie bei den Schokoladenmakarons am Anfang. So sind dann die, wenn ihr diese nicht siebt. Hier kommt die Empfehlung, die ich das ganze Video gegeben habe, wenn das Eiweiß aufschlägt, die Lebensmittelfarbe mit dazu geben. Ich habe hier Gelb benutzt, weil ich bei den getrockneten Früchten hatte ich drin Mango und ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Es war so eine kleine Mischung, die ich dann klein gehäckselt hatte. Und da fand ich das ganz nett, dass es dieselbe Farbe dann hat. Ja, hier auch Stück für Stück immer mit dazugeben, nicht auf einmal. Wie ihr seht, ihr könnt das auch in der Maschine machen. Aber bitte nicht so schnell laufen lassen wie jetzt hier im Video. Wie gesagt, man macht ja doch, also oder wir YouTuber machen das immer eine Spur schneller, dass ihr nicht die ganze Zeit drauf gucken müsst, wie lang es in der Maschine läuft. Wenn ihr alles drin habt, muss es wieder eine honigartige Konsistenz haben. Dann ist auch diese Masse fertig. Auch diese füllen wir dann um in einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle. Und dann spritze ich mir wieder meine Macarons. Ja, also der Teig ist halt ein bisschen flüssiger. Ich denke, wenn ihr Espresso benutzt oder beispielsweise Cappuccino-Pulver löslichen, der müsste mehr Flüssigkeit aufsaugen, dann wird die Masse auch etwas fester. Obwohl ich jetzt allgemein das gar nicht so schlecht fand. Es war halt etwas anders vom Spritzen der Masse aufs Backblech. Die sind halt etwas mehr auseinandergelaufen, aber von der Qualität her hat das keinen Abbruch getan. Ja, da hatte ich etwas geschmiert bzw. zu dicht gehabt, deswegen immer schön auseinander eure Macarons spritzen. Da müsst ihr nicht wie ich das hier verbessern und wieder rausfuseln. Dann ganz normal rütteln und schütteln. Und auch diese lasse ich 30 Minuten stehen. Bevor ich sie stehen habe, habe ich noch von diesem, das ist so Orangen, auch gefriergetrocknetes, so Granulat, Orangen Geschmack, habe ich oben drauf gegeben. Ist total lecker, aber die werden halt dunkel im Ofen. Das müsst ihr euch halt jetzt schon im Voraus dann bewusst sein. Damit hatte ich dann auch nur einen Teil verschönert. Und wie gesagt, dann habe ich es 30 Minuten stehen lassen, damit auch diese eine schöne Schicht, also eine getrocknete Schicht, bilden kann. Nach den 30 Minuten habe ich es dann gebacken, ganz normal auf 140 Grad Umluft, 14 bis doch manchmal 20 Minuten, es kommt mal drauf an. Wie ihr gesehen habt, ich habe euch groß und klein aufgeschrieben, weil ich habe zwei Größen gemacht. Ja, so sahen sie dann fertig aus, gefüllt mit einer Ganache. Ja, dann habe ich ja noch ein bisschen Deko gemacht, das wollte ich euch dann noch zeigen.
Das einmal aufspritzen, da dürfte schon ein bisschen großzügig sein, dass man die Masse auch sieht. Und dann habe ich es durch die Nüsse, die ich eh übrig hatte, einmal eingetaucht und so dann zur Seite gelegt. Die Macarons könnt ihr so vorbacken, das ist gar kein Problem. Ein, zwei Wochen voraus auch kein Problem. Das Einzige ist das Füllen. Das dürft ihr einen Tag vorher allerhöchstens machen. Besser ist eigentlich an den Tag, wenn ihr diese anbieten möchtet. Ich habe mir hier weiße Ganache gehabt und habe diese eingefärbt mit roter Lebensmittelfarbe. Und so sah das dann fertig aus. Und weil die WM jetzt vor der Tür stand, wollte ich das zum Anlass auch noch nebenbei nehmen und habe Schwarz-Rot-Gold-Macarons gemacht. Also den Deckel ist schwarz, deswegen hatte ich es am Anfang eingefärbt. Das untere hatte ich ja gelb, auch von der Frucht her. Und deswegen auch die rote Ganache. Und so habt ihr dann eine Deutschland-Macaron sogar am Stiel. Jetzt seht ihr hier meine Werke nochmal im Überblick. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es tut mir leid, dass das Video so lang geworden ist. Aber ich wollte euch kein Rezept vorenthalten. Entschuldigt. Unsere Macarons sind fertig. So schauen sie von innen aus. Ich hoffe, der Fokus nimmt das jetzt. Ich hoffe, die vier Varianten und dann noch die zwei Abwandlungen, die ich euch erzählt habe im Video, gefallen euch. Ihr könnt alles nachlesen auf meinem Blog, wie gewohnt. Könnt ihr euch auch ausdrucken. Und ich bin gespannt auf eures Feedback, was ihr davon haltet. Und ist super, wie schon gesagt, für die WM als kleiner Partygag. Oder auch zum Muttertag. Da gibt es ja doch viele Anlässe, wo man sie toll verschenken kann. Oder ich verschenke die größten Salz jetzt bald zum Geburtstag von jemandem, der mir am Herzen liegt. Ja, und mache ihm damit eine kleine Freude. Und wie gesagt, schreibt uns rein, was ihr davon haltet. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich immer sehr. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Muah.